Hallöle, grüezi miteinander und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fan mit und von Orim und Simon. Ja, ich begrüße euch herzlich zu Türchen Nummer 10 und ich habe meine Türchen von den letzten Tagen nachgeholt. Das war in der Nummer 10 drin. Ein Kinder Bueno Mini in Weiß. Und dann hat mir meine Mutter freundlicherweise beide Pralinen überlassen, weil die steht nicht so auf Pralinen. Hier einmal ein Kaffee. Kleeblatt, also ich nehme an Kaffeegeschmack und Schokolade. Und hier nochmal eine Vanille-Creme-Praline mit Edelvollmilchschokolade außenrum. Schmeckt bestimmt auch sehr gut. Und ja, dann wollen wir mal zur Tagesordnung schreiten und meinen kleinen Gast hier vorstellen, den ich hier neben mir liegen habe. Und zwar diesmal kein Schiff der Sternflotte, sondern eins aus dem Kampfverband der Föderation. Genauer gesagt von der andorianischen imperialen Garde. Und zwar den Kumari Schlachtkreuzer, den man in Star Trek Enterprise häufig gesehen hat. Vor allem in der dritten und vierten Staffel. Und in der zweiten auch mindestens einmal während der Grenzverhandlungen von Permukar. Das war, glaube ich, der vulkanische Name für den Planeten. Den andorianischen Namen weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall eine gute Folge, wo sich die Enterprise mit eingemischt hat. Ich glaube sogar auf Empfehlung von Botschafter Soval. Und da hat man Shran, also Jeffrey Combs in seiner Rolle als Shran mal wieder gesehen. Und dabei ist dieses Schiff halt auch aufgefallen. Und mir gefällt das Schiff eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe es in Star Trek Online auch. Ich werde mir mal, wenn die Ferien mal da sind, mal ein bisschen Zeit nehmen, um ein paar Let's Ship Yard Videos zu machen. Ich einiges nachzuholen. Ja, aber wie dem auch sei, heute der andorianische Kumari Schlachtkreuzer. Mit einer. Und es sieht wirklich geil aus. Finde ich zumindest. Also wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber kommen wir heute zum Tagesordnungspunkt Kalender. Dann wollen wir mal bei Milka beginnen. Wir suchen heute nach der 10. Ah, okay. Die war jetzt relativ leicht zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon sehen könnt. Hier ist die 10. Beziehungsweise hier ist die Lasche. Also, hier ist die 10 und dann drücke ich hier, wie schon die Tage zuvor, die Lasche ein. Das erinnert mich an den Nippel. Gesungen von Mike Krüger. So, und drinnen ist Toffee, ganz das mal wieder. Sehr interessant. Ja, schmeckt ganz gut. Ja, sehr interessant. Und dann kommen wir noch zum selbstgebastelten Adventskalender. Da brennt das Licht auch schon wieder. Dann suchen wir mal nach der 10. Okay, ich habe sie schon gefunden. Habt ihr sie auch schon entdeckt? Hier ist sie, die Nummer 10. Und drinnen ist... Moment. Mal wieder ein Merci Dark Milk Almond. Mal wieder. Also ich hatte es mindestens einmal schon. Also schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ist jetzt nicht so mein Lieblingsgeschmack. Ja, das war die Nummer 10. Und unglaublich, aber in exakt 2 Wochen. Also auf den Tag genau, in 2 Wochen. Ist Heiligabend. Unglaublich. So lange müssen wir uns noch gedulden. Naja, aber es wird schon gehen, denke ich. So, dann kommen wir zum Schluss. Und die Grüße habe ich ja gestern schon gesagt. Setzen wir mal ein paar Tage aus, damit ich mir ein paar Gedanken machen kann, wen ich noch grüßen soll. Beziehungsweise, ob ich überhaupt noch mal jemanden grüßen soll. Ich glaube, das hätte ich mir vorher besser überlegen sollen.
Naja. Kommen wir dann aber zum Schluss zu meiner Hit-Tipp des Tages. Und ja, ja, ich habe mir die Tage mal Gedanken gemacht, beziehungsweise habe ich mir heute auch wieder überlegt, welchen Song ich für euch hier als Hit-Tipp empfehlen kann. Und es kam mir heute mal wieder eine Folge von Star Trek Discovery raus, nämlich die vierte Folge. Nicht die dritte, die kam letzte Woche, sondern die vierte. Ja, da war mal wieder weniger Geballer. Stattdessen ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte und ein bisschen mehr Tiefe. Was ich auch zur Abwechslung sehr, sehr schön finde. Also Discovery hat so einen interessanten Spannungsbogen zwischen Feuer, beziehungsweise zwischen Kampfszenen und tieferen Szenen. Da, wo es einfach nur um die Charakter geht und um das Ganze außenrum. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich für euch heute empfehle. Ich empfehle für euch heute exklusiv zum 10. Dezember Unendliche Weiten von Illegal 2001. Ja, dazu gibt es kein Video, aber ihr könnt es euch auf jeden Fall schon mal anhören. Also, und ihr werdet vielleicht feststellen, dass das Bild von dem Lied einem Cover entspricht. Und das Cover von der CD ist mir sehr gut bekannt, denn mein Vater hat sich anlässlich des 33. Jubiläums diese CD gekauft. Was so viel heißt wie, ich habe die CD auch. Also ich habe sie auf meinem Handy gespeichert, alle Tracks natürlich. Und ich höre die CD immer wieder gerne an. Aber anlässlich des Dezembers natürlich verstärkt Weihnachtslieder. Ja, das soll es so viel dazu gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächsten Tage auch wieder reinguckt. Und ja, dann verabschiede ich mich wieder. Bis dahin. Tschüdelö. Und natürlich für alle Star Trek-Fans, für euch da draußen, lebt lang und in Frieden. Jolan True. Und Kapla, beziehungsweise Nuknach. Diese Aussprache, Nuknach. Das finde ich so lustig. Naja, aber jetzt wirklich, ciao.